TV, ständig rappelt der Rekorder und die Pizza kommt per Fernsehorder. Kabelfernsehen, BTX, Computerspiele, tausend Tricks, Pantoffelcockpit, ein Piloten, das sind echte Videoten. Und das Hündchen spielt so gerne, Krieg der Knöpfe, Krieg der Sterne, tüchtig süchtig, Atari Junkie, voll verseuchtes kleines Kranki. Und man sieht ihn auch vom Testbild liegen und sich ohne Grund vor Lachen biegen. Und überhaupt, wie toll denkt er, dass man mit Computi besser spielen kann als mit Jan von nebenan. Familie Kabeljau, glotzt die Nonstop-Show mit dem Vierkantauge im Gesicht und der Erleuchtung im dunklen Flimmerlicht. Familie Kabeljau sieht die Horrorshow mit dem Schlafwagenhirn und der Neandertalstirn, ja, an den Kabeln hängt der hohle Kopf wie an einem Tropf. Und er sprach, der Minister Dr. H.C. Kabelknister von der schönen neuen Welt. Keine Arbeit, trotzdem Geld. Ja, der Mikrochip aus Taiwan macht die Arbeit dann. Und wenn dann nichts mehr zu tun ist, fahren wir nach Tunis, wo wir in der Sonne sitzen und ganz locker um die Ecke schwitzen. Auge im Gesicht mit der Erleuchtung im dunklen Flimmerlicht. Familie Kabeljau sieht die Horrorshow mit dem Schlafwagenhirn und der Neandertalstirn. Die Hirne sind total verödet. Macht ja nichts, wenn man verblödet. Premiere von Flashlights, also auch gleich eine Premiere von Udo Lindenberg. Das war das erste Mal, dass ihr mit diesem Titel aufgetreten seid. Familie Kabeljau, das ist ja ein ziemlich düsteres Bild, gell? Alles hängt nur noch vor der Glotze. Dann hast du jetzt in einem Film mitgespielt, super, der auch eine relative Weltuntergangsstimmung verbreitet. Siehst du die Zukunft so düster? Also wenn es denn so düster ist, dann müssen wir ein wenig Licht der Erkenntnis reinbringen. Ein Licht, das uns führt aus der Finsternis. Ja, also wie die Zukunft abläuft, müssen wir selber gestalten. Ich finde, dazu brauchen wir jede Menge Fantasie und Power und natürlich auch jede Menge Spaß. Und auf der neuen Scheibe Götterhämmerung und auf der nächsten Tour, die bald gestartet wird, laufen sehr viel lockere und spaßige Sachen ab. Apropos Tournee, ihr hattet doch eigentlich vor, noch eine Tournee durch die DDR zu machen, oder? Was ist daraus geworden? Ja, ja, wir freuen uns unbeschreiblich auf die Tournee, die im Juli 1984 stattfinden wird in der DDR. Wir sind kaum noch zu bremsen, bald geht's los. Na, viel Glück. Okay, danke, Udo. Tschüss.